BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Teilnahme des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 an der Präsentation der Stresstestergebnisse ist weiterhin unklar. Der Grund? Die Bahn habe erneut nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt. Ein weiteres Gespräch mit Schlichter Heiner Geißler am Donnerstag soll jetzt Klarheit schaffen. Dieser beklagt ebenfalls die verfahrene Situation. Nachdem die Landesregierung das Stuttgart 21 Ausstiegsgesetz auf den Weg gebracht hatte, sollte heute im Stuttgarter Landtag über die Verfassungsänderung zur Absenkung der Volksentscheidhürden entschieden werden. Am Ende reichte es der Landesregierung wie erwartet nicht. 77 Abgeordnete von Grüne, SPD und FDP stimmten für die Absenkung des Quorums bei einem Volksentscheid. Für die Verfassungsänderung hätte die Landesregierung aber eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die CDU ist hart geblieben. Sie will kein Lex Stuttgart 21. Für die CDU-Fraktion steht fest, wer im Wahlkampf mit Volksabstimmung jetzt plakatiert, muss eigentlich wissen, wie die Spielregeln aussehen. Daher werden wir uns nicht an solchen durchsichtigen Manövern beteiligen. Wir verschließen uns auch nicht grundsätzlich einer Verfassungsänderung, damit es auch klar ist. Wir verschließen uns nur einer Verfassungsänderung, erstens aus tagesaktuellem Grund. Stattdessen wollen die Christdemokraten eine eigene Kommission einrichten, die ein umfassendes Konzept zu Plebisziten erarbeiten soll. Die FDP stimmte der Landesregierung zu, ermahnte aber, dass ein Volksentscheid zum Bahnprojekt wohl nichts bringe und bisweilen viel zu spät komme. Grün-Rot hatte für den geplanten Volksentscheid gegen Stuttgart 21 im Herbst die Anforderungen von einem Drittel auf ein Fünftel senken wollen. Dieser Plan ist mit dem geschlossenen Einschreiten der CDU wohl erstmal vom Tisch. Erst am Dienstag hat die grün-rote Landesregierung angekündigt, im kommenden Jahr mehr Plätze für die Studienanfänger im Land anzubieten und auch die Studiengebühren abzuschaffen. Doch nicht nur die Hochschulkultur steht vor Veränderungen unter Grün-Rot. Zum kommenden Jahr soll die verpflichtende Grundschulempfehlung wegfallen. Sie könnten künftig gelassener in Ihren Grundschulalltag gehen. Wenn es darum geht, ob Gymnasium, Real- oder Hauptschule, könnten Versagensängste und Notendruck bei den Grundschülern schon bald nachlassen. Das jedenfalls findet die grün-rote Landesregierung. Sie will noch im kommenden Jahr die verpflichtete Grundschulempfehlung für weiterführende Schulen abschaffen. Der Druck, den die Eltern sich auferlegen und der am Ende immer beim Kind landet, ist enorm. Dass immer mehr Kinder und Jugendliche Psychopharmaka einnehmen, hat direkt mit diesem Druck zu tun. Seit Jahrzehnten sortieren wir die Kinder mit all diesen negativen Begleiterscheinungen. Dabei findet eine unsägliche soziale Auslese statt. Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern erreichen 2,5-mal eher eine Empfehlung für die Realschule bzw. das Gymnasium als Kinder aus bildungsfernen Schichten. Das letzte Wort bei der Wahl der weiterführenden Schulen sollen zum Schuljahr 2012-2013 die Eltern haben. Derzeit entscheiden das die Lehrer. Grün-Rot will dennoch an einer gemeinsamen Entscheidung festhalten. Beratungsangebote sollen ausgebaut werden. Ja, selbstverständlich wollen wir, dass Lehrerinnen und Lehrer, die das Kind gut kennengelernt haben in der Grundschulzeit, und die Eltern, dass die eine gemeinsame Entscheidung treffen können, aber auf Augenhöhe. Der Abschaffung der Grundschulempfehlung widersetzt sich die Opposition entschieden. Ohne diese werde die soziale Selektion nicht entschärft, sondern verschärft. Empirische Studien zeigten, dass besonders sozial Schwache und Kinder aus bildungsfernen Schichten deswegen weniger dann den Besuch auf das Gymnasium wählen würden, wenn wir diese Verbindlichkeit abschaffen würden. Und deswegen ist die verbindliche Grundschulempfehlung auch ein Instrument dafür, dass soziale Selektion eher gemindert wird. Der Entschluss sei ein Schnellschuss. Und Schnellschüsse seien im Bildungssystem laut Opposition nicht gut aufgehoben. Die baden-württembergischen Zeitungsredakteure gehen in den unbefristeten Streik. In einer Urabstimmung votierten landesweit 98,3% für den Arbeitskampf. Der Streik soll bereits morgen beginnen. Der Hintergrund? Die Zeitungsverleger fordern von den Journalisten, auf Teile von Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu verzichten. Neuanfänger sollen außerdem 4% weniger verdienen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.